Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Part von Shadow Warriors 2. Ich habe mich im letzten Part geirrt, das war noch lange nicht das Finale. Wir haben ja hier gegen das Monster Kamiko spielen müssen. Also die mutierte Form der werten Dame, die in unserem Kopf feststeckt. Und ja, ich habe jetzt bin extra nochmal zurück ins Hauptmenü gegangen, habe gesehen, erst 36% der Story durchgespielt. Also da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Finde ich nice, weil das Spiel gefällt mir. Das kann ruhig noch ein bisschen länger gehen. Nebenquests werde ich immer wieder auch mal mitnehmen. Muss ja nicht immer nur Hauptstory, Hauptstory, Hauptstory sein. Vor allem gibt es Skillpunkte dank den Nebenquests. Und ja, ich bin gespannt. Wir gehen jetzt zu dieser komischen Kreatur, die am Ende des letzten Parts durch Telepathie Kontakt aufgenommen hat. I don't know, was die will. Sehen wir jetzt dann gleich. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ameona heißt sie, genau. Ich will die Waffe. Eigentlich müsste ich das so machen. Dich auf die 1 stellen, weil dich benutze ich mehr als die Lil Wang. Yeah, funktioniert. Hä? Das ist der Himmel. Er beobachtet mich. Scheiß Fackeln. Well, I'll be, if it isn't my old pal Fuckface. Ameona says you're to come inside. What, no metal detector? Guess you don't need those when you're immortal. You are on sacred ground. I would appreciate it if you could respect that. And I would appreciate it if you choked on a peanut. We all have different struggles. Come on, open up. Er hat mich nicht so gerne, der Gozu. Hallöchen! Komische Kreatur. Hallo, zweite komische Kreatur. Er hat sehr viele komische Kreaturen. Und hier, dein Thron, wunderprächtig. Hallo, ist es mich, du looking for? Lo Wang, it's been too long. Freak Show. Oh, hello. Let me guess. You've worn out your welcome with yet another employer. You know me, another day, another pink slip. They, what was it they used to say? Can't, handle the Wang? Yeah, something like that, yes. Well, here on the mountain, we can definitely handle the Wang. Please know that you can stay here as long as you need to rest, recuperate, and plan your next move. Thank you. It's, very much appreciated. There is actually one thing I think you can do for me. Name it. This is gonna sound weird. I very much doubt you can surprise me. Okay, I have a young girl trapped inside my head. Oh, I'm so glad you said something. Are you actively transitioning? Have you told the important people in your life? No, no, it's not... No, no, I understand. These things can be hard to talk about. No, it's more of a magical situation. Oh, wonderful! I'm so happy you're at peace with it, darling. No, I rescued a girl. She was mutated in one of Zilla's experiments. In order to save her, a Chi Master placed her soul in mine while he fixed her body. Oh, how fascinating. Not really. He was killed, and now she's stuck. I was wondering if you could put her soul back if we were able to locate her body. My darling... Oh, sorry, darlings. I would be delighted to help you. Transitions like these deserve to be marked with care. I'm touched you would ask me. Oh, wonderful. Who is this girl? Oh, she's the daughter of the Yakuza's big boss. I see. So you have taken something precious to them. Believe me, I'd give her back if I could. You two don't get along? Oh, no, no, she's really, really wonderful. Don't get me wrong. But yeah, I want her the fuck out of my head. Where is her body now? Yeah, so that's the thing. It sort of mutated into this giant monster beast thing and, ran away. Oh, Lo Wang, you do get yourself into the most marvelous scrapes. Everyone has a talent. Well, we are simple folk up here on the mountain and do not invite adventure. I won't be able to help you get the body back, but if you can retrieve it and return it to its original form, I can sort out her soul for you. Excellent. Oh, and if you find yourself with time on your hands, speak with Gozu.
He has been getting overwhelmed with his duties and may need some help. Overwhelmed by duty? That sounds like Gozu. I'll check it out. Alles klar, zwei Skillpunkte. You certainly sound eager to get rid of me. Oh ja. Oh no, not at all. Herstellung. You think about redecorating in there. Maybe get some curtains, spruce the place up a bit. You know, really make it your own. Okay, seid bitte ruhig. Herstellungsoption jetzt verfügbar. Statt ungenutzte Upgrade-Edelsteine zu verkaufen. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Irgendwo kann ich das da aber machen. Wir müssen es halt ausprobieren. Zuerst mal bitte die Skillpunkte. Ach, scheiße, Banglopedia. Es nervt mich, dass der Stern da immer ist. Dynamit. Der Dynamit möchte bloß dein Freund sein. Was tickt da eigentlich so? Ja. So, Kekse. Yeah. So, die Skills. Ich habe einen neuen Skill gelernt. Elementarschild. Verbessert Widerstand gegen von Gegnern verursachten Elementarschaden. Brauche ich nicht. Was möchte ich upgraden? Giftschaden und Eisschaden. So, wundervoll. Wonderful, wonderful, wonderful. Du hast... Coole Musik habt ihr hier. Episch. Du hast sicher... eine Mission. Die Hauptmission. Sprechen wir über das Ritual für die Seelenverbindung. There is one thing I will need in order to perform the soul joining ritual. And that is? Ancestral Chi. Oh, great. I'll just pick some up from the Piggly Wiggly. Ancestral Chi is coded to each individual person and carried in the spirit of their families. I need a close relative. Or a body part. Hey, no problem. I'll go hack off her grandmother's arm. Grandmother. No. Not enough power. It needs to be a parent or a sibling. She's an only child, and her mom's dead. Then you're looking for her father, I suppose. And how the fuck are we supposed to find him? Bring me something of his, and I may be able to help you. What, like one of his old playboys? Oh, a magazine would work. Clothing is better. A weapon is best. If you can manage it. Wonderful. We'll get right on that. Ja, jetzt müssen wir, so wie es aussieht... Oh, Springchester. Ein Ghost-Gewehr. Oder der Sayonara. Und es gibt Elementar-Knockout. Verringert den Elementar-Widerstand von Gegnern. Und zwei Skillpunkte. Okay. Nehmen wir selbstverständlich an die Mission. No, but I do know who does. My dear darling Mima. Mamushi Heka. You know, you're not as stupid as they say. She's not going to tell us anything, you know. Oh, she'll never tell us anything. But she carries something of his wherever she goes. His wakizashi. Why does she have his? He gave it to her to mark her as his favorite. It bears his chop, and as far as I can tell, she never parts with it. So she won't mind if we borrow it for a tick? I think she'd stab out your eyes if you looked at it too long. You know, some people probably find that off-putting, but I love how direct she is. Okay, wir reden zuerst mal mit Gozu. Hallo, mein Freund. Gut, sogar zwei Missionen. Es gibt ein Problem, Armeona. Er bittet deinen Beistand. Wir haben überhaupt keinen Tee mehr. Du musst herausfinden, was geschehen ist. You wanted to see me, Eeyore? I don't know what to do. Oh no, did you run out of adult diapers again? We have completely exhausted our supply of tea. I'm gonna go ahead and file that under Uptown Problems. Do you have any idea how much that stuff costs these days? Amiona takes her tea every day at 4. It simply cannot be missed. Okay, where do you usually get it? We have tea plantations deep in the wildlands, but we have not had a shipment for days. I fear something terrible has happened. Well, you're involved, so it's already pretty bad. Without tea, the goddess becomes... upset. All right, I'll check it out. But just for the record, this is the least gangster thing I have ever done. Thank you, Lo Wang. Your generosity will be remembered for generations. Just like your body odor. Oh, what? Alter, 25.000 Tacken und ein Skillpunkt. Machen wir. Ich komme später wieder. Da vorne ist noch eine Mission. Kann ich hier irgendwas... Nee, aber wer... Was ist denn da vorne? Oder wer ist da vorne? Oh, das ist das scheiß Portal. Gehen wir mal durch. Zurück in die Stadt Calamity. Scheiß Mücke auf dem Bildschirm, ey. Piss dich! Wichser. Es lebt immer noch. Wirst du bitte endlich sterben?
Blödes Vieh. Und was lädt denn hier so lange? Was ist los? Ah, jetzt geht doch. Es gibt eine neue Aktivität in der Drachenberggegend, der Weg des Wang. Sie besteht aus Prüfungen, in denen du alle Gegner besiegen musst, ohne selbst zu sterben, um einen Preis zu gewinnen. Absolviere die Prüfungen, um die Herzen der Masamunes zu verdienen und neue Crafting-Optionen für Master Smith am Boss freizuschalten. Okay. Hier gibt's auch Quests. Alter, jetzt können wir ja richtig viele Nebenmissionen machen hier. Let's go. Hast du... Oh, Bullseye and Barton. 85 DPS. 85 DPS. Wie viel macht meiner? 79. Oh. Oh, ein Bogen. Ich will ihn. 121.000. Ist gekauft. Ist gekauft. Yumi. Die drei Sachen gehen weg. Ausrüsten möchte ich dich auch nicht mehr. Was für ein Katana? Z45 Katana. Okay. Na gut. Bullseye and Barton. Bitte ausrüsten, angucken und jetzt gibt's Elementarsachen. Was habe ich denn am wenigsten? Ich habe nur ein etwas anderes für Frost oder Feuer. Könnte ich auch reinmachen. Ich mache Frost wieder rein. Das hatte ich ja vorher auch. Frostseele. Oh, 93,8 geht DPS hoch, 150 Damage. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. So, 95 DPS, also macht schon mal sehr viel mehr Damage als vorher. Minus 20% Schaden, aber mehr DPS, aber dann mache ich lieber mehr Schaden. Was haben wir denn hier noch schönes? Kritische Treffer. Ja, sieht nicht schlecht aus. Mehr Schaden bei überlegenen Gegnern. Könnte man ebenfalls probieren. 104 DPS. Was ist das? Schaden plus 3,2% und Feuerfrequenz geht hoch. Komm, wir testen das mal so. Wunderprächtig. Jetzt gehen wir mal zum Amboss. Das wird jetzt halt eine langweilige Folge. So wie ein klassischen Rollenspiel halt, wo man sich um seinen... Zeugs kümmert, keine Mission, gar nichts gibt's heute. Edelstein reinigen. Da muss ich eine Prüfung machen. Edelstein einbetten. Was kann ich denn herstellen? Ich kann Sachen kombinieren. 16.000 kostet das. Und was gibt das? Will ich nicht. Ich will Elementarsachen reinpacken. Elektrizitätssachen oder Flammensachen, komm. Geist der Elektrizität und dann haben wir hier vielleicht noch was. Schaden bei großen Gegnern wird verringert. Finde ich jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Minus 20% Schaden. Ach, come on. Das will ich aber nicht machen. Verbrennung. Elektrizität, nehmen wir das mal. Flamme. Ich muss eins von denen nehmen, ha? Machen wir halt minus 12% Schaden bei großen Gegnern. 15.000, jetzt gibt's Elementarseele des Killers. Bewegungstempo minus 8,5, das ist nicht schlimm. Plus 20%, oh, ist aber nicht mal so schlecht. Das ist es aber nicht mal so schlecht, wenn ich ehrlich sein darf. Wenn ich ehrlich sein darf, diese nicht so schlecht. In Elementar gewandelter Schaden plus 15%. Wollen wir das mal hier reinpacken? Komm. Probieren wir es mal. Dann geht der Schaden runter. Okay. Vielleicht hier. Es ist das Schlechteste. Oh. Hoppala. Entschuldigung. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Da habe ich jetzt so einen Scheiß gemacht, oder was? King Selector. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Wow. Der Massenmörder. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Der Bogen. Weniger Schaden.
weniger Schaden, weniger Schaden. Kettensäge bleibt gleich. Weniger Schaden. Das kann man nicht wegmachen. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Weniger Schaden. Und nochmal weniger Schaden. Yay! Yeah, ich hab meinen Scheißdreck hergestellt. Verkauf ich's halt. Ich verkauf den das Zeugs lieber, statt irgendwelchen Ramsch herzustellen. Ach, du kannst alles haben. Komm. Let's go. Dann mache ich wieder ein bisschen... 60... Ne, 6.000. 60.000 wäre ein bisschen zu schön gewesen. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Ich kann das nicht mal verkaufen. Doch, kann ich. Für 4.200. 12.000 Verlust gemacht. Nice! Ja gut, dann gehen wir... Da ist noch eine Quest. Ne, das ist das scheiß Portal. Hier sind zwei Quests. Okay. Vielleicht im oberen Stockwerk. Maybe, maybe, maybe. Master Wang, bitte rettet Weihnachten. Zuerst einmal bitte ich um Nachsicht dafür, euch mit etwas so Trivialem zu belästigen. Das Dojo hat einen Weihnachtsmann angeheuert, um den Kindern die Illusion zu erhalten, dass es auch in dieser Welt Träume und Wunder gibt. Durch Umstände, die wir nicht vorhersehen konnten, haben wir ihn aus den Augen verloren. Zuletzt hörten wir von ihm, als er in Calamity die Stadt war. Wie ihr sicher wisst, wurde dort vom schwarzen Regen geradezu heimgesucht. Ich befürchte das Schlimmste. Master Wang, bitte findet unseren verschwundenen Weihnachtsmann und gebt den Kindern unseres Dojos ihre Freude wieder. Hochachtungsvoll, Hido. PS, ich weiß, dass es den Weihnachtsmann nicht wirklich gibt. Das ist eine Lügennummer, die die Eltern und die Wirtschaft mit den Kindern durchziehen. Okay, machen wir. Und jetzt? Missionen. Wang in der Box. Ach komm, das machen wir heute noch. Das machen wir heute doch noch. Let's go. Machen wir den Kindern heute noch eine Freude und retten den Weihnachtsmann. Easy peasy lemon squeezy. Mach ich denn jetzt? Warte mal. Ach, schade, ich habe das Eis leider nicht gebrochen auf Lobo. Naja, kann passieren. Kann passieren. Oh, jetzt schneit es plötzlich wieder. Wang in der Box. Okay. Hier ist aber noch Monster. Finde alle kleinen Geschenke. Oh, das geht noch länger. Ja gut, dann machen wir das trotzdem morgen. Machen wir das trotzdem morgen, ja. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Morgen heißt es dann Ho Ho Ho. Und ja, habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.